Die Amis können nicht mehr und das wird ein Problem. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Zu den Amerikanern später mehr. Wir wollen erstmal von dem Unwort des Tages heute sprechen. Das heißt Neubewertung. Überall liest man ja, die Märkte hätten eine Neubewertung vorgenommen dessen, was die EZB gestern gebracht hat. Das ist nicht komplett falsch, weil die Drogensüchtigen haben sich entschieden, jetzt die Lieferung der Drogen erstmal gut zu finden und die Frage hinten anzustellen, was danach kommt, wenn die Drogen aufgebraucht sind. Insofern ist das eine Neubewertung, aber eben keine langfristige Neubewertung, weil dann eben das Problem doch früher oder später virulent wird. Wir sehen heute, dass die Erholung, die sich heute abzeichnet, von der Europeripherie ausgeht. Es sind die Finanzwerte der Europeripherie, die natürlich profitieren von diesen vier neuen Tendern, Liquiditätstendern der EZB. Das sind die Banken Italiens, Spaniens, Portugals etc., Griechenlands auch, die das am allerdringendsten notwendig haben. Die sind nach oben geschossen. Deutsche Banken haben sich das angeschaut, wie die Deutsche und die Commerzbank, und sind dann auch im Laufe des Vormittags zur Erkenntnis gelangt, okay, dann könnten wir ja auch mitlaufen. Aber die Initialzündung, die geht von den Banken aus der Europeripherie, die Hauptprofiteure sind, neben dem Markt für Unternehmensanleihen. Hier natürlich die Bereitschaft der EZB, Unternehmensanleihen auch im Rahmen ihres QI zu kaufen, sehr förderlich. Das entlastet, by the way, auch Versicherer, die eben häufig Unternehmensanleihen in ihrem Portfolio haben. Und diese Unternehmensanleihen sind nicht selten die risikoreichsten Assets, die sie eben im Portfolio haben. Insofern ist das auch für die Versicherer eine gute Nachricht. Natürlich da eine Hosse am Markt für Unternehmensanleihen. Die Renditen gehen nach unten, die Risikoaufschläge gehen nach unten. Soweit, so schön. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu den Amerikanern. Und die haben jetzt nämlich ein Problem. Erstens, sie beginnen langsam darüber nachzudenken, was die Fed ihnen nächste Woche erzählen wird. Und sie fürchten, dass die Fed eben sagen wird, ja okay, vielleicht werden wir die Zinsen jetzt noch nicht im März anheben, aber im Juni werden wir es tun. Das ist so ein bisschen die Sorge. Und rein von der Marktsituation kann man sagen, dass die US-Indizes schon so stark überkauft sind wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das sieht man etwa, dass über 70% der S&P 500 Unternehmen jetzt über ihrer 200-Tage-Linie handeln. Das heißt, das sind Werte, die ganz, ganz selten nur auftreten und normalerweise am Anfang einer Korrektur stehen. Insofern wird es für die US-Märkte schwer. Wenn der DAX es packen will, dann muss er es am Montag vielleicht im Vorfeld packen, wenn die Amis noch schlafen. Heute mit den Amerikanern wird es schwierig. Und der DAX, der hat bei 9.820 bis 9.840 hier eine wichtige Widerstandszone. Aber gehen wir gleich mal rein in den S&P-Chart, denn das ist der entscheidende Leitindex der Welt, der S&P 500. Der DAX zum Beispiel tut das, was der S&P Future macht, relativ genau nachbilden, viel wichtiger als der Dow Jones oder der Nasdaq. Und da wollen wir uns den Kameraden mal anschauen und da ist er. Und da sehen wir, dass wir hier in dieser extrem wichtigen Widerstandszone jetzt sind, die in etwa von 2000 bis 2022 reicht beim S&P. Und als dieses Niveau nicht gebrochen werden konnte, Anfang Januar ging ja dieser scharfe Abverkauf, den US-Märkte regelrecht hat crashen lassen und im Gefolge eben dann die anderen Märkte dieser Welt auch, da ging es nach unten. Also hier ist die Situation einerseits so, dass wir in einem Widerstandscluster sind auf der einen Seite und der Markt total überkauft ist auf der anderen Seite. Das ist nach meiner Auffassung keine sehr günstige Chance-Risikosituation. Und wie gesagt, die Chance für den DAX kann nur darin bestehen, sich zu entkoppeln, wenn die Amerikaner noch schlafen und die Futures so ein bisschen träge sind, um dieser Situation zu entkommen. Gleich mal ein Blick auf den Dow Jones, weil wir schon gerade bei den Amerikanern sind. Da sehen wir, dass wir hier versucht haben, die 17.200er Marke zu überwinden, 17.178 aktuell. Schauen wir uns den lieben DAX an. Was macht der, was veranstaltet der? Der ist aktuell hier mehrfach eben schon abgeprallt, jetzt an der 9.820er Marke. Wir sind jetzt so immer im Bereich 9.800. Er versucht es also, aber hier eben die Widerstandszone 9.820 bis 9.840. Das ist die obere Begrenzung dieser Seitwärts Range, wenn wir jetzt mal diesen extremen Spike von gestern rauf und runter einfach mal weglassen. Das sieht man auch im übergeordneten Chartbild. Da ist hier diese Zone zu beachten, dann eben die 9.900, dann die 10.000er Marke
Das sind die relevanten Zonen für den deutschen Leitindex. Schauen wir uns mal den Euro an und der macht wieder Strecke, nachdem es heute unter die 1,11er-Marke kurzfristig zurückging. Aber es zeigt sich, der Euro will nicht mehr runter, weil die EZB eben offenkundig ihren Fokus verschoben hat von der Schwächung des Euro hin zu Rettung der Banken, Stärkung der Banken in der Hoffnung, dass die dann irgendwie mehr Kredite vergeben. Nun ja, diese Hoffnung hat sich in der Vergangenheit nicht erfüllt und es ist schon ein bisschen ein Wunderglaube, dass das, was sich in der Vergangenheit nicht erfüllt hat, dann plötzlich ändern soll. So richtig logisch ist das nicht. Constantio, der EZB-Vize, hat heute fast schon verrückte Dinge gesagt, nach meiner Auffassung gesagt, ja, also nach unseren Schätzungen sind 2/3 des Wachstums durch unsere Geldpolitik in der Eurozone bedingt. Naja, das sind interessante Aussagen und es wäre gefährlich, die Geldpolitik hier schlecht zu reden. Klar, man ist ein bisschen sensibilisiert als EZB-Mitglied, wenn man durchaus ja gelegentlich kritisiert wird und dann feststellt, dass die eigene Politik eben keine Früchte trägt und irgendwie möglicherweise an der Kritik was dran ist. Schauen wir uns den Dollar-Yen an, hier 113,49, heute nicht so der ganz große Aufreger. Wir sehen hier das Gold, das ein bisschen unter Druck kommt, jetzt aber nach wie vor übergeordnet, solange wir über 1225 oder über der 1190er Marke sind, ist da übergeordnet noch alles. Okay, was ein bisschen Druck kriegt und das dürfte jetzt eben auch die US-Märkte belasten, das ist der Ölpreis WTI. Heute mal kurz an die 39er Marke gelugt, aber jetzt eben unter Druck. Und das passt einfach in das Bild, dass die Amis jetzt nicht nach oben können. Das wird eben auch dann die Märkte, die Junkbond-Märkte wieder ein bisschen belasten, wird die Ölaktien, die etwa im Dow wie Chevron sind, belasten. Wir schauen uns nochmal den Bund-Future an, die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, die gestern ja so einen herben Abverkauf hatte, jetzt es sich ein bisschen erholen kann, aber sie läuft im Grunde seitwärts. Was man an den Geldmärkten derzeit beobachten kann, ist insgesamt, dass die kurzen Laufzeiten die Renditen weiter fallen. Wenn bei den langen Laufzeiten das nicht passiert, was bedeutet das? Das heißt, dass im kurzen Zeitfenster eben dass diese Drogenzufuhr durch Mario Draghi durchaus wirkt, aber im langen Zeitfenster sagt man sich, naja, aber die Aussichten, dass da noch mehr kommt, die sind gegen Null und je länger die Laufzeit ist, umso trüber dann eben die Perspektive, daher diese Entwicklung. Heute noch ein Drogenabhängiger, der sich richtig freut, symbolisch gesprochen, ist die Deutsche Bank, die zulegen kann, eben in Gefolge der griechischen Alpha Bank, der italienischen Banken, Sao Paulo, wie sie alle heißen, die heute hausieren, aber es wird jetzt eng, weil die Amis nicht mehr können, um mich da zu wiederholen. Und ich wünsche erstmal ein schönes Wochenende. Die nächste Woche wird spannend, die nächste Woche wird dann die FED-Entscheidung bringen und wird zeigen, ob dieses Umdenken, das angeblich stattgefunden hat, wirklich nachhaltig ist. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Gleichwohl ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.